Hallo, Henrik hier. Heute möchte ich euch mal kurz erklären, wie man auf die Schnelle in Adobe Express ein Thumbnail für YouTube und andere Videos erstellen kann. Dazu öffnen wir einfach Adobe Express, erstellen uns den Hintergrund mit dem Text-to-Image-Generator, also sprich mit Adobe Firefly, geben dort als Prompt zum Beispiel Gradient ein und eine Farbe, beziehungsweise von einer Farbe auf die andere Farbe, die wir wechseln wollen. Damit haben wir dann unseren Hintergrund. Als nächstes bauen wir einen Text ein, der eine möglichst kräftige Fontstruktur hat, also einen möglichst starken Font, damit der also auch auf kleinen Displays lesbar ist, und umranden das Ganze mit einem Outline in einer hellen Farbe, damit wir hier einen schönen Kontrast haben. Als nächstes bauen wir noch ein Bild ein, beispielsweise von uns kann das ein Foto sein, oder können wir uns auch wieder mit dem Image-Generator erstellen, also mit dem Generativen, mit Adobe Firefly. Und geben da beispielsweise eine schockierte Frau, die mit offenem Mund dasteht. Und dann hat man also auch so eine Art Eyecatcher dazu. Baut vielleicht noch ein paar Ornamente und ein paar Hintergründe ein. Der Text kann vielleicht noch ein bisschen Schatten vertragen. Und damit hat man dann also einen sehr schönen Hintergrund bzw. ein Thumbnail, was man dann für seine Videos verwenden kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Henrik.